auch heute nochmal ein kleines Video. Und zwar möchte ich mit euch gerne meine Learnings teilen, die ich gestern beim ersten Webinar hatte, beziehungsweise meinem ersten Livestream. Insgesamt habe ich da 3 Erfahrungen rausgezogen und die möchte ich euch vorstellen. Das erste ist auf jeden Fall, ich glaube, die Form von einem Livestreaming kann tatsächlich funktionieren. Wenn ich das vergleiche mit der Teilnehmerzahl, wie sie beispielsweise bei einem Webinar stattfinden, das sehr, sehr, sehr lange davor angekündigt wird mit den ganzen Marketing-Kanälen, vor allen Dingen mit den E-Mail-Erinnerungen und ähnliches, glaube ich, dass von der Anzahl der Zuhörer her das wirklich super interessant sein könnte. Das zweite ist, es hat ja gestern nicht stattgefunden, weil ich technische Probleme hatte. Und an der Stelle, glaube ich, kann man sagen, Know Your Tools ist unheimlich wichtig. Denn ich konnte den Livestream planen, damit ich im Vorjahr schon Leute darauf bringen konnte und ihnen sagen konnte, hier, der Livestream wird stattfinden. Aber ich wusste nicht, dass es bei YouTube unterschiedliche Einstellungen gibt. Denn so konnte man sowohl einen Webcam-Livestream planen, als auch einen Stream-Livestream. Ja, worin auch wirklich, also ich verstehe nicht so ganz, worin YouTube da den Unterschied macht, aber gut. Auf jeden Fall hätte ich den anderen Stream als Art wählen müssen, denn so konnte ich ohne Webcam keinen Stream beginnen. Und das war ein bisschen schade, aber gut. Probleme, die halt auftreten, wenn man das erste Mal sowas macht. Und der dritte Punkt ist auf jeden Fall, ich hätte nicht erwartet, dass man eine so starke Internetverbindung benötigt, weil der Upstream für einen YouTube-Livestream tatsächlich sehr, sehr, sehr hoch ist. Klar, YouTube erwartet eine gewisse Qualität, die muss man auch erreichen, aber bisher hatte ich eben bei Webinaren oder bei irgendwelchen Screenshares oder so noch nie Probleme gehabt mit meiner Internetverbindung. Naja, was bedeutet das für mich? Ich habe mir eine schnellere Internetleitung direkt bestellt und schau mal, dass ich das jetzt vernünftig geplant und dann auch ausgeführt bekomme. Ja, ich hoffe, euch haben diese 3 Tipps schon mal geholfen, falls ihr auch plant, mit dem Livestreaming zu beginnen. Und ich freue mich auf euch und am Montag um 12 Uhr findet dann das eigentliche Livestreaming statt. Dann